dritter Vortrag in diesem Block an Tag 3 des 36. Chaos Communication Congress. Wir erfahren über 15 Jahre deutsche Telematikinfrastruktur. Irgendwann wurde die elektronische Gesundheitskarte eingeführt mit Versprechungen und Plänen darauf, nicht nur persönliche Daten zu speichern, sondern auch Rezepte, Diagnosen, möglicherweise sogar Dokumente. Wie viel davon tatsächlich heute umgesetzt wurde, wie sich die Technik in letzter Zeit entwickelt hat in den letzten Jahren, ob die vollmundigen Versprechen eingehalten wurden, ob die überhaupt eine gute Idee waren. Das wird uns jetzt Christoph erklären. Er ist Mitarbeiter an der FH Münster und wird uns einen Überblick geben über die Entwicklung der letzten Jahre der Technologie. Herzlich willkommen, Christoph! Ja, danke schön und willkommen hier. Jetzt zu der fortgeschrittenen Zeit möchte ich noch einmal kurz über die Telematik-Infrastruktur reden. Wir hatten vor 2 Tagen schon einen kleinen Talk über die EPA. Was ich heute Abend machen möchte, ist ein bisschen über den technischen Spezifikationen zu reden. Das heißt, ich möchte einen kleinen Überblick euch geben. Das kann auch nur ein kleiner sein, weil wenn man hier sich anschaut, wenn man sich die Spezifikation mal anschaut, man kann die runterladen auf dem Fachportal gematik.de, findet man so ZIP-Dateien, das sind aktuell 97, das sind 8000 PDF-Seiten, dazu kommen noch 1.000-2.000 Seiten Konzepte und Feldtestdokumente und ähnliches. Das heißt, hier kann man wirklich nur jetzt einen kleinen Überblick geben. Und ich möchte anregen zu einer informierten Diskussion über die Telematik-Infrastruktur, allerdings auch eine objektive und eine faktenbasierte. Und ich werde später noch mal kurz darauf eingehen. Es gibt relativ viele Berichte aktuell oder auch in den letzten Monaten, im letzten Jahr vor allem, über die EPA, Telematik-Infrastruktur. Aber meines Erachtens war nicht alles immer so ganz korrekt, so vom Technischen her, dass da halt einige Halbwahrheiten teilweise herumschwirren. Und da möchte ich so ein bisschen informieren heute. Das heißt, fangen wir an, die Telematik-Infrastruktur, worüber reden wir da eigentlich? Und hier sieht man es halt links, sind die IT-Systeme Heilberufler. Das ist quasi die Praxis, das ist das Praxisnetzwerk. Meistens ist es ja ein bestehendes Netzwerk, viele Ärzte sind da schon vernetzt oder haben zumindest digitale Systeme. Und was kommt jetzt dazu durch die TI? Wir haben die Kartenterminals, damit die versicherten Karten gesteckt werden können. Wir haben dann auch noch natürlich verschiedene andere Karten, wie zum Beispiel den Heilberufsausweis. Und wir haben diesen Connector. Dieser Connector verbindet das bestehende Netz der Ärztin oder des Arztes über das Internet mit dem zentralen TI-Netzwerk. Das ist diese zentrale Zone. Dort finden wir verschiedene Dienste, wie beispielsweise PKI-Dienste. Wir haben da eine eigene CA für die Telematik-Infrastruktur. Wir haben auch weitere zentrale Dienste, wie beispielsweise einen Zeitserver, DNS-Auflösung. Wir haben auch einen Verzeichnisdienst, also sprich einen LDAP-Server. Und was man hier auch sieht, es ist kein transparentes Netz, es ist ein bisschen abgeschottet noch, also es ist kein eines separates Netz hier, sondern es ist trotzdem noch so ein bisschen getrennt durch Sicherheitsmaßnahmen. Und dann haben wir die Provider-Zone. Das ist diese Zone, wo beispielsweise dann die Hersteller, wenn wir später über die elektronische Patientenakte reden, dort wird sie gehostet werden. Das heißt, in diese Zone kommen dann die Hersteller mit ihren Fachanwendungsdiensten. Und ganz interessant ist noch ganz rechts, da steht jetzt nur Bestandssystem. Das ist so, die Telematik-Infrastruktur ist nicht das erste und auch nicht die einzige medizinische Vernetzung in Deutschland. Es gibt schon weitere Netze, wie beispielsweise das sichere Netz der KVK. Das wird aktuell benutzt, ich glaube seit 2015 ist es Pflicht, wenn die Vertragsärzte abrechnen, das heißt ihre Honorarforderung geltend machen, dann rechnen sie das durch dieses sichere Netz der KVK ab. Das geht beispielsweise durch einen VPN-Connector. Das heißt, viele Praxen haben heutzutage schon einen VPN-Connector oder haben das schon jahrelang in ihrem Netzwerk drinstehen. Und was man sich überlegt hat für die TI, nun, wir wollen jetzt nicht verschiedene Konnektoren, verschiedene Zugänge machen, deswegen koppeln wir die alle an die Telematik-Infrastruktur, dass wir nur noch einen Connector brauchen. Wenn wir uns mal auf die Akteure, wenn wir mal gucken, wer macht überhaupt was, wo kommt die Telematik-Infrastruktur her? Und da haben wir natürlich das Bundesministerium für Gesundheit. Das ist mit dem aktuellen Minister Jens Spahn. Seit dem Mai dieses Jahres ist das BMG auch Mehrheitsgesellschafter mit 51% an dieser Gematik GmbH. Gleichzeitig mit dem Gesetz zu diesen 51% wurde verabschiedet, dass für Entscheidungen nur noch eine einfache Mehrheit
nötig ist. Das war früher anders, da brauchte man mehr. Das heißt, früher mussten nicht wirklich alle KVK, alle Gesellschafter zusammensetzen, man braucht dann gemeinsam Konsens. Das wurde geändert. Das heißt, jetzt kann das BMG, wenn es will, wirklich bei der Gematik ja quasi hart durchgreifen und Sachen voranpushen. Das hat man gemacht, oder das hat ja insbesondere Jens Spahn wollte das ganze Telematikstruktur ein bisschen verschnellern und hat das dadurch gemacht. Die Gematik in der Mitte spezifiziert die Telematikinfrastruktur an sich, die Dienste, die Komponenten, die Fachanwendungen. Das macht sie nicht alleine, das macht sie in enger Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das BSI überprüft die Spezifikation nochmal oder schreibt auch technische Richtlinien. Das heißt, die Gematik handelt da nicht alleine. Das sind wirklich auch noch die, das BSI macht damit. Die Gematik stellt allerdings keine Komponenten her, sie betreibt auch keine Dienste oder Server. Das wird dann durch die Privatwirtschaft abgebildet. Und hier sehen wir halt zum Beispiel die großen Player hier, T-Systems, Arvato, Bertelsmann oder die CGM Group sind dabei. Diese Hersteller betreiben die Dienste, Server oder halt auch erstellen die, ja, oder produzieren die Konnektoren zum Beispiel. Dafür brauchen sie eine Zulassung. Für diese Zulassung brauchen sie eine Zertifizierung wieder vom BSI. Das BSI wiederum prüft allerdings auch nicht selber, sondern hat halt verschiedene Prüfstellen, wie zum Beispiel TÜV IT. Und dafür gibt es diese Evaluierung, beispielsweise kommen Kriterien. Interessant zu erwähnen ist vielleicht noch, die Dienstleister können sich normalerweise die Prüfstellen aussuchen und müssen diese Prüfstellen nachher auch noch bezahlen. Das muss man bei der Kommenkriterien wissen. Es gibt da so ein kleines Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Prüfstellen und den Dienstleistern. Um das so ein bisschen gerade zu rücken, gibt es halt die Auditierung und die Anerkennung des BSIs. Und die Prüfstellen müssen sich halt anerkennen lassen durch so einen Prüfungsprozess durch und sich auch wieder re-evaluieren lassen. Kommen wir zu den Fachanwendungen, das heißt, dass die Anwendungen, die später von Patienten und Ärzten benutzt werden sollen. Das Ding mit dem langen Wort nennt sich versicherten Stammdatenmanagement, kurz dann VSDM. Und was wir hier haben, ist eigentlich nur ein Online-Update der versicherten Daten. Das heißt, früher war es so, ich bin umgezogen, ich habe eine neue Adresse bekommen, ich habe der Krankenkasse gesagt, ja, ich wohne jetzt woanders, ich brauche eine neue Karte. Dann habe ich eine neue Karte bekommen. Das soll wegfallen, und zwar durch dieses Online-Update. Das heißt, ich sage der Krankenkasse Bescheid, ich kriege eine neue Adresse und gehe dann zum Arzt hin, stecke die Karte rein und mit diesem Einstecken der Karte wird eine Online-Verbindung aufgebaut zum Krankenkassenserver und die Daten werden dann einmal übers Internet geschoben und auf der Karte aktualisiert. Bis jetzt, so nach 15 Jahren Entwicklung, ist das auch quasi die einzige produktive Anwendung in der TI, die wir hier soweit haben. Immerhin. Ja, das dachte ich auch, dann haben wir jetzt mal eine Anwendung, kann ich das mal ausprobieren. Ich bin vor ein paar Monaten umgezogen, dachte mir, cool, kann ich mal gucken, was passiert. Habe meiner Kasse geschickt, hier, ich habe eine neue Adresse, ich brauche eine neue Karte oder beziehungsweise ich brauche ein Online-Update. Und aber Pustekuchen, 3 Tage später hatte ich die neue Karte im Briefkasten. Also es wird aktuell noch gar nicht richtig benutzt und zwar aus folgendem Grund. Es gibt noch nicht genug Praxen, die angeschlossen sind. Wir haben so in Deutschland 177.000 Arztpraxen. Davon sind aktuell, glaube ich, angeschlossen so ungefähr 120.000, 122.000. Das heißt, die Kasse kann noch nicht sicher gehen, dass die Karte wirklich abgedatet wird. Daher wird es aktuell noch gar nicht benutzt, also zumindest noch nicht zum Update der Karte benutzt. Könnte dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann kommen. Aber jetzt haben wir natürlich hier diese personenbezogenen Daten. Wir haben Stammdaten, wir haben auch ein, zwei kritischere Daten, wie spezielle Kennzeichen noch für Disease Management Programme. Das heißt, wir haben auch so teilweise medizinische Daten. Das heißt, wir brauchen hier gute Sicherheit. Und jetzt gucken wir uns mal in der Spezifikation um. Was haben wir da? Wie gesagt, mein Talk ist jetzt ein bisschen technischer. Also die Spezifikation, die Prozesse hatten wir vor 2 Tagen. Da haben wir gesehen, da gibt es viel aufzuholen. Aber was haben wir bei der Technik? Und hier haben wir jetzt wirklich echtes Ende zu Ende. Das heißt, wir haben ganz rechts den Versicherungsserver, VSDD hier in der Spezifikation. Und ganz links ist die Karte. Und in der Mitte haben wir das VPN, das ist dieser VPN-Konnektor im Internet. Dann haben wir noch zwischen dem Kartenterminal und dem Krankenkassenserver eine 1:1 TLS-Verbindung. Und auch um das letzte Gap noch so zu schließen, zwischen dem Terminal und der EGK-Karte nutzt man dann jetzt hier das Secure Messaging-Verfahren. Das ist ein Verfahren aus dem ISO-Standard, aus dem ISO-SmartCard-Standard. Und ist in diesem Fall wirklich eine symmetrische Verschlüsselung mit AES und einem anschließenden MAC. Das heißt, hier haben wir wirklich echtes Ende zu Ende zwischen dem Krankenkassenserver und der Karte. Das heißt, die
Daten werden wirklich erst auf der Karte, auf dem Sicherheitschip entschlüsselt. Gucken wir uns die zweite Anwendung an, Kommunikation Leistungserbringer, kurz COMLE. Und was wir hier haben, ist eine sichere E-Mail-Kommunikation zwischen den Leistungserbringern, also beispielsweise Ärzte oder Apothekern. Das Ganze basiert auf Zertifikaten, das heißt, ich habe diesen Adressdienst, den LDAP-Server, dort sind dann die Ärzte später, also nächstes Jahr irgendwann, der Feldtest startet bald, haben wir die registrierten E-Mail-Adressen der Ärzte samt Zertifikaten und Public Keys. Das heißt, als Arzt oder Apotheker oder Psychotherapeut kann ich später einfach jeden Arzt suchen, den ich anschreiben möchte und ihm dann verschlüsselt und signiert die Daten zukommen zu lassen, also die E-Mail. Wenn man sich jetzt anschaut, PGP oder S-MIME, ist ein bisschen anders, weil hier hat man sich überlegt, okay, wir wollen den Betreff auf jeden Fall mit sichern und wir wollen auf jeden Fall moderne Krypto, das heißt, wir wollen wirklich auch Mac dabei und deswegen hat man sich überlegt, man macht das Ganze noch ein bisschen anders, man nimmt den Betreff mit in die Krypto mit rein und nutzt auch AES-GCM. Wenn man sich jetzt erstmal nochmal in Erinnerung ruft oder PGP, dort haben wir halt kein GCM, dort haben wir dann meistens CBC mit einem Mac oder sowas Ähnliches bei PGP. Und wenn man sich jetzt noch ein Jahr zurückerinnert, E-Fail war ein großes Problem oder ist auch noch ein großes Problem. Das haben wir hier gar nicht. Das ist hier rausgenommen, weil wir halt eine andere Krypto haben. Im Genauen sieht es so aus. Wir haben hier links den Client. Das kann der Thunderbird sein oder Outlook oder auch das Praxisverwaltungssystem vom Arzt, wo er dann per Klick einfach Röntgenbilder verschicken kann beispielsweise. Und dann die Originalnachricht. Diese sehr schützenswerte Nachricht wird dann verpackt in eine neue Nachricht. Und die Originalnachricht, die dann gekapselt wird, die wird verschlüsselt und signiert, und zwar in der Praxis. Jetzt steht hier dezentrale Plattform, das ist der Connector. Das heißt, in der Praxis an sich wird das Ganze eingepackt und dann über den E-Mail-Server zum Arzt hingeschickt. Also auch hier haben wir eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen einer Praxis und der Praxisempfänger, zwischen dem einen Connector und dem anderen Connector. Dann kommen wir zu dem EPA, das ist die elektronische Patientenakte. Und das soll so das Meisterstück werden. Das soll quasi die Killer-Anwendung in der TI werden. Und was haben wir hier? Wir haben eine freiwillige patientengeführte Akte. Und freiwillig heißt, es ist ein echtes Opt-in. Als Patient muss ich zu meiner Versicherung hingehen und sagen, ja, ich möchte die EPA haben, ich möchte das Antragsformular haben und muss anschließend nochmal zum Arzt gehen und seine Karte stecken, um das zu bestätigen. Und es ist patientengeführt, das heißt, der Patient muss dem Arzt explizit einwilligen, dass er da Zugriff hat. Es wird auch keine leere EPA erstellt oder Ähnliches für die Patienten. Sie wird wirklich erst beim Arzt erstellt und der Zugangsschlüssel auch erst beim Arzt quasi freigegeben für diesen einen Arzt. Das ist zeitlich limitiert, kann man sagen, 7 Tage bis zu 18 Monate geht's. Und weil es patientengeführt ist, kann der Patient selber Daten lesen. Er kann auch was schreiben, er kann beispielsweise ein Krankheitstagebuch führen. Er kann aber auch Sachen löschen. Das heißt, falls er mal dem Psychotherapeuten Zugriff gegeben hat und er dort eine Diagnose reingestellt hat und man möchte jetzt ein Jahr später das raus haben, kann der Patient das löschen. Das heißt natürlich auch, ein Arzt kann sich nicht darauf verlassen, dass wirklich alle Daten drin sind. Das muss man wissen. Das ist eine patientengeführte Akte. Das ist quasi wie heute, wo ich meine Auskünfte vom Arzt sammeln kann per CD, DVD oder per Brief oder Post. Hier kann ich es halt digital speichern. Die Daten liegen dann bei dem patientengewählten Dienstleister, also einer dieser privatwirtschaftlichen Hersteller, nicht auf der EGK, auch nicht bei der Krankenkasse. Und sie werden beim Arzt verschlüsselt oder im Handy. Na, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben gute Krypto. Was passiert denn, wenn der Schlüssel verloren geht? Die erste Idee war, man kann den Schlüssel ja speichern auf der EGK. Da ist er relativ fest, da kann man ihn nicht exportierbar markieren, das kriegen wir gut hin. Aber wenn die Karte verloren geht, was anscheinend relativ häufig passiert, dann haben wir das Problem, dass die EPA wertlos ist. Also die Daten wären weg, das selbstgeschriebene Buch wäre weg und ich müsste zu allen Ärzten wieder rum und die Daten wieder sammeln, wenn ich diese EPA nutzen möchte. Jetzt kommt die Lösung, dieses Schlüssel-Backup. Das haben wir vor 2 Tagen schon mal kurz gehört, oder wer dabei war beim Talk. Der Aktenschlüssel wird genauso hochgeladen wie die EPA. Da denkt man natürlich, okay, das klingt gefährlich. Deswegen hat man den Schlüssel nochmal verschlüsselt. Das sieht jetzt hier so aus. Das kann man am besten nochmal nachlesen. Die Spezifikation liest sich sehr gut. Das ist relativ gut erklärt. Aber im Grunde genommen geht es so, dass der Client, also beispielsweise die Handy-App, lädt sich dann vom Schlüsselgenerierungsdienst 1 einen Schlüssel und vom SGD 2 auch nochmal und verschlüsselt diesen Masterschlüssel. Da wird
Die EPA wird verschlüsselt und mit diesem Masterschlüssel, der wird auch nochmal verschlüsselt. Und zwar zweimal, mit Key 1 und 2. Zweimal, weil wir haben SGD 1 und 2, sind strikt getrennt, personell, juristisch, zwei Firmen, auch nicht der gleiche Konzern, auch nicht die gleichen Administratoren. Man möchte hier halt so ein bisschen so eine Art Knowledge Sharing oder Secret Sharing einführen, dass ich halt nicht ein Einzelangreifer quasi die EPA rausholen kann. Das heißt, das sieht dann so aus, wenn wir jetzt einen Angreifer haben, ohne Autorisierung. Nochmal zurück, zwei Tage, wir haben bei der Autorisierung ein Problem. Technisch ist es aber so, ich bräuchte jetzt ein Key-Backup, ich bräuchte die verschlüsselte EPA und dann müsste ich halt die beiden Schlüssel vom SGD 1 und 2 mir irgendwie besorgen. Das heißt, hier hat man halt versucht, eine nutzbare Möglichkeit zu erschaffen vom EPA, dass auch falls der Schlüssel mal verloren geht, dass ich trotzdem noch rankomme, aber dass die Sicherheit halt möglichst hoch zu haben. Weiterer Knackpunkt ist die App. Das heißt, der Patient soll ja über sein Smartphone die ganzen Sachen steuern können. Hier wird der Hersteller auditiert und zugelassen, wie wir es halt am Anfang gesehen haben, mit einer Kommen-Kriterien-Überprüfung. Allerdings, es wird nicht jedes Update neu zertifiziert. Ist der Hersteller einmal zertifiziert und zugelassen, kann er weitere Updates quasi in den Google Play Store reinpushen, ohne dass diese neu zertifiziert werden müssen. Der Hersteller muss eine Erklärung abgeben, er hat alles gut getestet, aber es wird nicht von einer unabhängigen Stelle überprüft. Das heißt, hier muss man mal nachher gucken in der Praxis, wie sieht das aus. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, auf den 35C3 Gesundheits-Apps sehen nicht immer ganz gut aus. Da bin ich mal gespannt, wie die Updates aussehen. Jetzt bin ich neben meiner Arbeit an der FH Münster, betreue ich noch eine kleine Zahnarztpraxis IT-technisch mit. Das heißt, ich habe das Ganze auch live gesehen und weiß, wie es so abläuft manchmal. Und oftmals ist es wirklich unverschlüsselt. Man arbeitet viel mit Faxen, Röntgenbilder werden meistens per E-Mail verschickt und es ist oft unverschlüsselt. Seit der DSGVO-Einführung, da gab es relativ viele Diskussionen, was kann man machen. Da gibt es so ein paar Empfehlungen teilweise von den Zahnärztekammern. Es ist ein Crypt-File oder Crypt-Share, die haben aber auch so ein paar Probleme. Bei Crypt-File ist die Usability nicht so toll. Bei Crypt-Share habe ich das Problem, ich muss meine Daten im Klartext auf einem Server schicken, wieder außerhalb der Praxis. Das heißt hier DSGVO auch mindestens bedenklich. Ja, und gucken wir weiter. Wenn man noch so Empfehlungen sich raussucht, hier aus dem Handbuch von Crypt-File, was soll man machen? Man muss ein Passwort wählen, dann verschickt man die verschlüsselte Datei per E-Mail und soll halt eine zweite E-Mail hinterher schicken mit dem Klartext-Passwort. Ja, dann kann man sich's auch sparen, ne? Also dieses Sicherheitsmodell, dass der Angreifer nur eine E-Mail kriegt, ich weiß nicht, ob das so valide ist. Was passiert, wenn ich jetzt die Praxis anschließen möchte? Ich brauche so ein Kartenterminal, dann lese ich das Handbuch und dann sehe ich so, okay, das Gerät innerhalb von einem Umkreis, also im Umkreis von einem Meter, darf keine Kamera sein. Kein Festnetztelefon, auch kein Mobiltelefon. Und das überlegt man sich jetzt, später soll der Patient ja auch die PIN eintippen. Das heißt, er muss aufpassen, dass das Smartphone mindestens einen Meter weit weg ist und sich so ein bisschen verrenken, damit das wirklich im zugelassenen Betrieb läuft. Weiterhin darf ich natürlich nicht zu nah an einer anderen, an einer Wand das Gerät aufstellen, weil dahinter könnte eine EM-Sonde sein und die elektromagnetische Abstrahlung mit rausfischen und durch deinen Seitenkanalangriffen die PIN rauskriegen. Okay. Dann betreibe ich das Gerät, ich habe also meinen sicheren Standort gefunden und muss dann halt vor der Betriebnahme, das heißt morgens und auch nach dem Mittagessen nochmal kurz mein Gerät überprüfen, das heißt in die Hand nehmen, schauen, ob es irgendwelche neuen Löcher drin sind oder sowas, ob da ein Angreifer in der Mittagspause ein Loch reingebohrt hat und Geräte manipuliert hat. Ich muss die Siegel überprüfen, das Gerät hat drei Siegel. Wie geht das? Ich habe natürlich mir vorher alle Siegelnummern auf meine Liste geschrieben und kontrolliere die. Anschließend öffne ich dann meine Schreibtischschublade, hole meine UV-Schwarzlichtlampe raus und überprüfe die ganzen Siegel, ob ich diese Hologramme auch alle sehen kann. Ich habe mal ein bisschen rumgefragt. Ich habe einfach keinen Arzt gefunden, der das wirklich macht. Also das, in der Praxis wird das halt alles, funktioniert so nicht. Das sind hier diese vier Seiten, allgemeinen Regeln und Anforderungen, die muss man alle natürlich gut beachten. Das ist allerdings leider natürlich realitätsfremd. Zur Erklärung, das Ganze kommt aus diesem Common-Kriterien-Schutzprofil. Hier haben wir die Stufe 5 bei dem Angriffspotenzial und das ist auch wirklich die höchste Stufe. Das heißt, hier haben wir ein Angreiferpotenzial irgendwo kurz unter Geheimdienst. Kann man sich überlegen, ob das wirklich der leichteste Angriff ist, ob ich mit einer EM-Sonde durch die Wand einen Meter weiter den Pin abfische oder ich frage mal kurz den Arzt oder jemanden aus dem Praxisteam, ob das nicht schneller geht. Wahrscheinlich nämlich. Dann habe ich den VPN-Connector, den muss ich mir auch in meine Praxis stellen.
Da gab es dieses Jahr auch viele Diskussionen drüber, über diesen Anschluss. Da gibt es seriell, das heißt, ich stecke den VPN-Connector zwischen meiner Praxis und dem Internetanschluss. Wenn ich Internet haben möchte, geht das auch noch. Über diese gestrichelte Linie habe ich so eingezeichnet. Das geht dann über den sicheren Internetzugang. Das heißt, der VPN-Zugangsanbieter bietet mir ein Internet an. Allerdings geht das dann natürlich durch den VPN-Dienst nochmal durch. Das heißt, wenn ich jetzt das so mache, habe ich meinen kompletten Internet-Traffic einmal durch, ja, beispielsweise Avato Bertelsmann nochmal durchgeroutet. Kann man machen, sollte man sich aber überlegen, ob man das wirklich machen möchte. Andere Möglichkeit ist, ich habe das parallele Installationsmodell. Ich habe mein Praxisnetzwerk, ganz normal wie immer, Internet, und ich habe den VPN-Konnektor parallel angeschaltet. Das heißt, die TI-Anfragen gehen durch den VPN-Konnektor, die normalen Anfragen ans Internet gehen parallel. So, diese beiden Möglichkeiten gibt es im Grunde genommen. Der Anschluss selber läuft meistens durch den sogenannten Dienstleister vor Ort. Und es gab so einen vertraulichen Bericht dieses Jahr von der Gematik. Dort wurde gesagt, 90% der Praxen sind parallel angeschlossen. Wenn man das googelt, 90% Telematik, Gematik, findet man gerne, 90% der Arztpraxen sind unsicher angeschlossen. Möchte ich auch kurz erwähnen, weil das ist nicht automatisch unsicher. Wenn ich sowieso schon ein Netzwerk habe, was im Internet drin ist, ich habe eine gute Firewall, ich habe mir Gedanken gemacht und ich habe ein paar Dienste, ich habe einen E-Mail-Client zum Beispiel, dann bin ich eventuell im Internet und dann möchte ich den Connector anschließen, dann würde ich es persönlich auch parallel machen. Ich möchte nicht meinen kompletten Traffic einmal über Avato routen, wenn ich eh schon Internet habe. Problem ist allerdings, wenn ich die Praxis noch nicht am Internet habe, dann habe ich wirklich Probleme. Und wenn dann so ein externer Dienstleister kommt und der wird meistens pauschal bezahlt, das heißt, er möchte schnell wieder raus aus der Praxis, der wird sich nicht viele Gedanken machen, der stöpselt das Gerät parallel ein und verschwindet wieder. Und was bleibt, ist dieses Netzwerk, was nie im Internet war, plötzlich jetzt im Internet drin ist. Das heißt, das ist wirklich problematisch. Aber diese 90% sind nicht per se unsicher. Aber was passiert denn, wenn der DVO da ist? Nun, der hat ein Technikerhandbuch, das geht er durch, guckt sich seine Beispielkonfiguration an und das erste oder das elfte, was er macht, ist dann halt TLS und Authentifizierung ausschalten, weil das macht ja nur Probleme. Da steht halt so live in diesem vertraulichen Technikerhandbuch drin. Das ist aber nur zur LAN-Seite, ne? Aber trotzdem immerhin, warum macht man es pauschal aus? Wenn es drin steht, wird es der Techniker machen. Anschließend, es gibt noch so einen akustischen Pin-Schutz. Das ist auch wieder hier so Geheimlevel, Geheimdienstniveau. Das Gerät rauscht wie Hulle, wenn ich es anmache, wenn ich eine Pin eintippen muss. Das wird erstmal ausgemacht, in Absprache mit dem Arzt. Der Arzt wird sagen, ich habe keine Ahnung, was machst du da? Mach doch einfach, ist ja ganz schön laut, mach's aus. Gucken wir wieder ins Handbuch, ja, das darf ich gar nicht machen. Ich arbeite dann gegen die Spezifikation. Ja, dann noch kurz ein, zwei Punkte zu der TI in der Öffentlichkeit. Dieses Jahr war die Telematikinfrastruktur relativ häufig dort. Was haben wir gesehen? Zum Beispiel haben wir diesen ZDF-Zoom-Beitrag gesehen. Was dort passiert ist oder was dort gemacht wurde, das war ein Szenario. Ich hätte einen Trojaner auf dem Praxissystem und dann wurde gezeigt, okay, wenn der Trojaner auf dem Praxissystem ist, dann kann ich die Stammdaten von der elektronischen Gesundheitskarte mitlesen. Ja, da frage ich mich aber, wenn ich einen Trojaner auf dem Rechner habe, habe ich doch sowieso eigentlich Zugriff auf das Praxisverwaltungssystem und dann sind die paar Stammdaten nicht mehr so richtig relevant, meiner Meinung nach. Und vor allem, anschließend wurde noch behauptet, ab 2021 wären auch noch alle Befunde, aller Ärzte auf der EGK-Karte drauf. Und auch das ist nicht ganz richtig. Also was ich hiermit nur ausdrücken möchte, ist, wir sollten eine faktenbasierte Diskussion haben und wir sollten das diskutieren. Wir haben Probleme gefunden oder es wurden Probleme aufgedeckt, keine Frage, aber es sollte ein bisschen korrekter laufen. Andere Sache ist auch, es gibt weitere Vernetzungsprojekte. Hier ist der Medibund, jetzt habe ich genannt. Die haben auch eine Klage am Laufen und haben relativ viele Pressemitteilungen und Interviews gegen die TI und sagen, vieles ist unsicher und sprechen sich auch explizit gegen diese zentrale Datenspeicherung aus. Das heißt, diese EPA, dass das bei einem Dienstleister ist, verschlüsselt hin oder her, man sollte zentrale Datenspeicherung nicht machen, sagen sie. Jetzt hat der Mediverbund, genau, also es ist auch freiwillig, ich finde es auch gut, ich wünsche mir auch irgendwie eine EPA, wo ich freiwillig dann irgendwie das dezentral speichern könnte auf meinem Gerät selber. Aber okay, der Mediverbund sagt, zentrale Datenspeicherung geht nicht, hat allerdings ein eigenes Hausärztevernetzungsprogramm und sagt, ja, wir speichern die Daten auch zentral. Hier möchte ich sagen, okay, das ist ein bisschen irreführend. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, man darf es nicht machen zentral, auf der anderen Seite es aber selber machen. Das heißt, man muss auch immer gucken, wenn Kritik kommt, wo kommt die her, von welcher Seite. Vielleicht gibt es noch andere Beweggründe.
Ja, das ist jetzt mein Fazit zu der Telematik-Infrastruktur. Ich finde also, der Anschluss, der muss wesentlich besser spezifiziert werden. Da gibt es Probleme. Es kann nicht sein, dass ein Techniker eine Stunde hinfährt und irgendwas reinstöpselt und wegfährt und alles ist gut. Das funktioniert nicht, das haben wir gesehen. Das muss nachgebessert werden. Das Problem ist, wir haben jetzt schon 120.000 Praxen dran. Das heißt, wir hätten hier einmal die super Chance gehabt, alle deutschen Praxen auf ein hohes Sicherheitsniveau zu heben. Wir hätten was Verpflichtendes machen können, irgendwelche dokumentierten Vorabanalysen, die halt einfach ausgeführt werden müssen. Das haben wir leider verpasst. Es gab irgendwelche Techniker, die haben dann 10 Stunden Schulung bekommen. Ich habe gehört, teilweise waren die Schulungen auch mehr eine Verkaufsshow anstatt eine Schulung. Und ja, da stehen wir nun mit teilweise schlecht angeschlossenen Praxen oder zumindest, wo die IT-Sicherheit verbessert hätte werden können. Was man auch machen muss, man muss die Ärzte mit besser reinholen, auch ins Boot. Das ist, die Spezifikation haben wir gesehen, dieses Kartenterminal, das funktioniert in der Praxis nicht. Und wer sowas ins Handbuch reinschreibt, das funktioniert nicht, das ist irreführend. Und auch wenn man den Arzt mit ins Boot holt und den überzeugt, wird er auch die Patienten überzeugen. Daher frage ich mich, warum man das so macht, warum man nicht besser mit den Ärzten das irgendwie abspricht. Persönlich würde ich mir mehr Transparenz wünschen. Es gibt zum Beispiel von der Gematik so einen Sicherheitsbericht. Wer den gelesen hat oder den mal reinschaut, der ist relativ dünn. Das sind, glaube ich, 10 PDF-Seiten. Dann kommt da noch ein bisschen Impressum, Inhaltsverzeichnis und effektiv kommen wir da auf 6 Seiten mit mehr so ein bisschen, ja, es ist alles sicher. Wenn alles sicher ist, hätte ich gern zum Beispiel die Pentest-Ergebnisse. Die gibt's. Die könnte man nochmal veröffentlichen. Als Schlussfazit würde ich sagen, also E-Health, das werden wir nicht aufhalten können, das wird digitaler werden, auch in der Arztpraxis. Niemand möchte mehr Röntgenbilder verschicken oder zumindest es wäre leichter, wenn sie digital verschickt werden. Ich persönlich möchte es auch nicht überall aufhalten. Ich möchte es aber so sicher wie möglich machen. Das heißt, wir sollten gucken, wie ist Stand der Technik, wie ist Stand der Prozesse, passt das so, was müssen wir verändern, warum haben wir eine zentrale EPA, kann man das nicht vielleicht noch freiwillig dezentral machen. Das heißt, wir sollten uns wirklich als Community uns die Sachen anschauen und so sicher wie möglich machen. Damit vielen Dank. Dankeschön, Christoph. Jetzt haben wir viel erfahren über ein Thema, was uns alle im Alltag betrifft. Wir haben alle so eine Gesundheitskarte in der Tasche. Ich bin mir sicher, es gibt einige Fragen. Bitte, wer aus dem Auditorium eine Frage stellen möchte, stellt sich in den Saalmikrofonen an. Ich rufe die dann auf. Und in der Zwischenzeit werden wir unseren Signal Angel nach einer Frage aus dem Internet befragen. Gibt es bei der TI eine Art Lawful Interception, beziehungsweise kommen Sicherheitsbehörden an Patientendaten oder die EPA ran? Ich spreche immer nur über die aktuelle Spezifikation. Was in der Zukunft ist, weiß man natürlich nicht. Gesetze können sich ändern, keine Frage. Aber aktuell ist es nicht so. Die EPA, also ich denke, die Frage zielt auf die EPA ab, ist wirklich so spezifiziert, dass nur der Patient ran kann und nur der Patient die Freigaben erstellen kann. Auch diese Schlüsselgenerierungsdienste haben dedizierte, zertifizierte HSMs drin. Der Schlüssel ist nicht per se exportierbar. Er ist exportierbar, damit er halt ja gebackupt werden soll. Aber auch dieser Schlüsselexport von diesen HSMs ist auch nochmal gekoppelt mit so einem Shamir Secret Sharing Schema. Das heißt, es ist nicht spezifiziert, dass es eine Lawful Interception gibt. Mikrofon 6, da hinten bitte. Was mir dabei immer nicht so ganz klar ist, wird nicht der Arzt das als allererstes in die Daten in sein internes Praxissystem übernehmen? Und wie ist das dann, wenn ich halt die Zustimmung zurücknehme später? Genau, wenn ich die Zustimmung erteile, kann der Arzt natürlich die Daten einsehen und kopieren. Wenn ich die allerdings später zurücknehme von der EPA, kann es sein, dass die Daten noch beim Arzt sind. Das stimmt. Das heißt, das muss man sich vorher bewusst machen, dass man die Daten wirklich freigibt und der Arzt sie kopieren kann. Selbstverständlich kann man auch aufgrund der DSGVO mit dem Arzt reden, dass er eventuell die Daten korrigieren kann oder korrigieren muss, wenn sie falsch sind. Aber ja, die Daten können kopiert werden dann. Ja. Dankeschön. Mikrofon 7 hier außen. Ja, danke für den Talk. Eine Frage zu den VPN-Appliances, die dann ja bei jedem Arzt stehen sollten. Wie sieht das aus bezüglich Backups und Konfigurationsupdates und Firmware-Updates? Also wir hatten da ja letztens den Fall bei der Telekom, wo ein paar Ports übersehen wurden. Ist da eine Spezifikation vorgegeben? Kommt das zentral aus der
aus der Telematikinfrastruktur die Updates und Konfigurationsverwaltung oder wird das lokal von dem Dienstleister gemacht? Die Updates für die Geräte wie dem Kartenlesegerät und dem Connector, die können zentral eingespielt werden. Es ist nicht so, also sie können nicht verpflichtend eingespielt werden. Die Gematik kann es nicht pushen und der Hersteller auch nicht. Man muss immer noch lokal vor Ort auf OK drücken. Das macht im Zweifel der Arzt selber oder auch der DVO vor Ort, je nachdem, was man für Service Agreement Verträge hat. Man kann die Daten allerdings auch wirklich aus der TI runterladen. Das heißt, man kann das durchklicken auf der Connector-Oberfläche und die Updates kommen dann rein. Bei dem Connector ist es so, dass die Updates auch zertifiziert werden müssen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, danke. Perfekt. Die nächste Frage vom Signal Angel, bitte. Mit Blick auf das IT-Know-how und der aktuellen demografischen Situation, wie ist denn so die erwartete Nutzung in Prozent bei der elektronischen Patientenakte? Gute Frage. Persönlich ja, denke ich, dass es natürlich eher die Jüngeren nutzen werden. Ich weiß es allerdings, ich kann es auch nur schätzen, ich weiß jetzt keine Zahlen. Es gibt vorab mal so vorab Feldteststudien, die habe ich jetzt aber nicht im Kopf, die Zahlen, wie die vermutete Nutzung ist. Mikrofon 8, bitte. Ja, danke für den Talk. Wie sieht es denn aus, wenn ich sagen würde, ich schreibe mir halt meine EPA-App selbst oder da gibt es ein Open-Source-Projekt, das kompiliere ich mir und ich übernehme selbst Verantwortung dafür. Ist das vorgesehen? Muss ich mich denn zertifizieren lassen? Muss das Projekt sich irgendwie zertifizieren lassen? Das ist nicht vorgesehen, dass man es selber machen kann. Das ist nur durch die, durch die Herstellerzulassung, durch die Gematik und den BSI vorgesehen. Ich brauche halt diesen Zugang zur TI und den kriege ich nicht ohne diese Zulassung. Das heißt, ich muss dann zur Gematik hingehen und die wollen dann allerdings natürlich die Common Criteria Überprüfung haben. Also das wird auf jeden Fall aufwendig und das kostet jede Menge Geld. Es ist nicht vorgesehen, dass man Open Source Tools nutzen kann. Danke. Mikrofon 3, bitte. Vorhin war es eine Folie mit besserer Krypto für E-Mail. Wer kann dann die nutzen und wie kann ich mit meinem Arzt das verwenden? Es ist aktuell nicht für den Patienten vorgesehen. Das ist wirklich nur eine Kommunikation Leistungserbringer. Das heißt, die Ärzte können untereinander zum Beispiel Arztbriefe austauschen. In der Zahnarztpraxis sind es häufig Röntgenbilder. Die werden kurzfristig telefonisch angefordert, weil der Patient gerade ja, sei es als Notfall da ist oder sein Arzt gewechselt hat. Und dann in dem Fall können die Ärzte untereinander kommunizieren. Für Patienten ist es gar nicht vorgesehen. Das könnte vielleicht irgendwann sich mal öffnen. Ich fände es begrüßenswert. Allerdings ist es nicht vorgesehen, mit dem Patienten zu kommunizieren über ComLA. Okay. Mikrofon 1 hier vorne, bitte. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar, so wie ich das verstanden habe, ist das ja doch nicht für alle, sondern letztendlich für die gesetzlich Versicherten. Das heißt, ich habe keine Möglichkeiten, Privatversicherten-Daten darüber zu schleifen. Und die zweite Frage ist, was passiert, wenn ich aus irgendeinem Grund eine Verwechslung der Karte habe? Also sprich, der Klassiker irgendwie, Oma im Demenzheim stürzt und kommt ins Krankenhaus, ist nicht befragbar und wird dort zugeordnet, kriege ich dann irgendwo halt einen riesen Datenmischmasch, den nachher keiner mehr auseinanderklamüsern kann, weil er keine Zugriffsrechte hat. Also zu Frage 1, die privaten Kassen sind, ich glaube es war 2009, aus dem Projekt ausgestiegen. Am Anfang waren sie dabei, sind dann ausgestiegen. Aktuell gibt es so langsam wieder Annäherungsversuche und es wird gesprochen darüber, dass die Privaten wieder mit ans Board kommen. Das wird man sehen, wie es läuft. Aktuell ist es nicht spezifiziert oder vorgesehen. Technisch gesehen ist es definitiv machbar, diese Karten auszugeben für Private. Ob das kommt, muss verhandelt werden. Zur zweiten Frage, ja, wenn die Karte natürlich falsch zugeordnet wird und im Praxisverwaltungssystem die Karte gesteckt wird und das mit einem falschen Patienten verknüpft wird, dann kriege ich einen Datenmischmasch. Klar, dann werden die Daten halt falsch zugeordnet. Also habe ich den Zugriff zu EPA zum Beispiel, wenn die Frage jetzt darauf zukommt, kann ich dort natürlich auch fehlerhafte Berichte hochladen oder halt Berichte von anderen Leuten. Da gibt es keine Kontrolle, niemand, der das noch kontrolliert, ob das zusammenpasst. Genau, kann ich es zurückholen?
Als Patient kann ich es auf jeden Fall löschen? Ja, der Patient kann das nicht, der ist aus dem Pflegeheim. Okay, also es gibt auf jeden Fall noch einen Vertreter, aber wenn der Patient es nicht kann, er muss ja die Freigabe geben. Das heißt, er muss ja erstmal aktiv darauf hingehen und sagen, der Arzt darf jetzt zugreifen. Es gibt noch eine Vertreterregelung, dass ich im Vorhinein sagen kann, okay, Vertreter X, mein Sohn zum Beispiel, meine Tochter, darf darüber verwalten. Und ob der Arzt jetzt seine eigenen Sachen wieder löschen darf, müsste ich nachgucken. Kann ich nicht auswendig sagen. Okay, danke. So, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ich sehe 6 Leute an Mikrofonen, also Fragen bitte etwas kürzer diesmal. Nummer 4 hier vorne. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte gern ein paar motivierende Worte, warum man das Ganze überhaupt weiterverfolgen soll. So vor 15 Jahren ist das, als Berater hat das schon mal irgendwie meinen Weg gekreuzt. Ich bin selber Patient, brauche regelmäßig irgendwelche teuren Medikamente und musste das neulich alles wieder analog, als ich in Berlin das Medikament brauchte und der Arzt in Hamburg war, bekommen. Und wenn ich dann sehe, wer beteiligt ist seit 15 Jahren daran, dann ist das Ganze doch wirklich ein gigantisches, totes Pferd, was Milliarden verschlingt, oder? Jetzt von deiner Seite, vielleicht hast du noch mal ein paar motivierende Worte. Wird dabei irgendwas Nützliches rauskommen oder wird es einfach vergammeln, das tote Pferd? Also ja, es ist je nach Schätzung zwischen 1,5 Milliarden und 3 Milliarden hat es schon so verschlungen, dieses 15-Jahre-Projekt. Das liegt unter anderem dadurch durch wechselhafte Anforderungen, durch eine blockierende Gesellschafterversammlung bei der Gematik, aber auch durch die Politik. Beispielsweise, ich glaube, es war unter Rösler, gab es so 2 Jahre quasi Stopp der Entwicklung. Danach ist es wieder angefahren. Das verzögert sich dadurch natürlich auch. Jens Spahn möchte es vorantreiben. Motivierende Worte. COM-LE, wie gesagt, aktuelle Kommunikation, unverschlüsselte E-Mails und verschiedene Insellösungen. Das ist so das Ding, worauf ich warte persönlich als Datenschutzbeauftragter, weil das klingt gut, klingt praktisch. EPA, ich finde es gut, wenn die Patienten selber Einblick kriegen in ihre Daten und auch ein bisschen leichter. Wer das mal probiert hat beim Arzt, sich so Sachen rauszugeben. Ich hatte da manchmal Probleme mit, alle vollständigen Daten zu kriegen. Wenn das irgendwie spezifiziert ist, finde ich es gut. Es muss jetzt nicht von mir aus nicht so eine EPA sein. Wie gesagt, dezentrale, leichte Möglichkeiten wären auch möglich. Hauptsache, es passiert irgendwie. In den letzten Monaten oder Jahren geht es aber schon schneller voran, ist meine Sichtweise. Und ich hoffe, jetzt fährt das Ganze so richtig los und halt hoffentlich auch so sicher wie möglich. Ne? Das heißt, da muss man auch definitiv dran arbeiten, wie wir gesehen haben. Dann noch eine Frage vom Signal Angel, bitte. Die Daten liegen also verschlüsselt bei privaten Anbietern. Für wie viele Jahre ist die gute Krypto denn noch als gut anzusehen? Sind Leaks der verschlüsselten Daten auszuschließen, die später möglicherweise entschlüsselt werden können? Besteht nicht die Gefahr, dass mit zunehmender Rechenpower die Krypto in einigen Jahren geknackt werden kann? Das besteht immer. Also 100% Sicherheit gibt es natürlich nicht. Wir haben aktuell AR 256. Jetzt kann man darüber spekulieren, ob das irgendwann gebrochen wird oder nicht. Die EPA soll eine lebenslange Akte werden. Es wird aber mit dem nächsten Release auch so vorgesehen, dass die EPA regelmäßig umgeschlüsselt wird. Und mit diesem Verfahren kann man auch den Algorithmus wechseln. Das heißt, man könnte in einer folgenden Spezifikation, wenn man sieht, okay, hier gibt es einige Angriffe auf AES, könnte man umswitchen auf ein anderes Verschlüsselungsverfahren. Das ist möglich, das wird gerade gemacht, es wird gerade von ESA auf ECC umgeswitcht. Klar, wenn es einen aktuellen Sicherheits-Breakthrough gibt beim AES, dann sind meine Daten natürlich dann lesbar. Wenn ich jetzt plötzlich durch einen neuartigen Angriff AES knacken kann, komme ich ran, ja. Dann Mikrofon 3, bitte. Der Arzt hat ja die Verantwortung für die Daten, die bei ihm anfallen. Also im Grunde die Schweigepflicht. Wie bringe ich jetzt oder wie kann ein Arzt daran vertrauen, dass dieses System, in der Daten eingibt, auch sicher ist? Rechtlich ist es so, ich bin jetzt kein Jurist, allerdings ist es ja so, dass der Patient die Freigabe machen muss. Das heißt, der Arzt kann sich darauf berufen, dass der Patient mir die Freigabe gemacht hat. Ich denke, von daher ist es rechtlich dadurch sicher, aber ich bin jetzt kein Jurist. Also wie kann er sich darauf versichern? Das ist wie bei allen Sachen. Also er kann natürlich nur sich die Spezifikation angucken oder halt den Beteuerungen Glauben schenken. Und
Also er kann es halt schlecht überprüfen, wo seine Daten hingehen. Ne? Also er tippt die Sachen da ein und dann werden die hochgeladen. Das ist wie bei allen IT-Prozessen. Was genau im Hintergrund steht, ist natürlich schwer nachzuprüfen von ihm persönlich. Dafür ist halt die Forschergemeinde Zertifizierung zuständig, um das möglichst sicher zu machen. Mikrofon 7. Ja, vielen Dank für den Vortrag und vielen Dank auch für das Aufzeigen der Fehler in dem ZDF-Bericht. Meine Frage geht an dieses Technikerhandbuch, wo du gezeigt hast, dass da die TLS ausgemacht werden soll. Von wem ist dieses Technikerhandbuch? Das ist ja weder von der Gematik wahrscheinlich noch vom Hersteller. Also wahrscheinlich gibt es davon sehr viele Varianten. Wer hat das geschrieben und an wen richtet sich die Kritik? Das ist ein vertrauliches Technikerhandbuch. Ich habe es so bekommen von jemandem, ich möchte es lieber nicht sagen, es ist aber ein großer Hersteller, der halt auch Geräte vertreibt und der halt entsprechende DVOs unter seinen Verträgen hat. Und die DVOs arbeiten dann in seinem Namen oder für ihn, also als Subunternehmer, und stellen das dann so ein, wie es im Technikerhandbuch im Zweifel steht. Also es ist ein großer Hersteller, der die Technikerhandbücher rausgebracht hat für seine eigenen Leute. Also war es eins von mehreren sozusagen? Oder? Eins von mehreren, ja, genau. Also es gibt verschiedene Firmen, verschiedene Schulungen, verschiedene Technikhandbücher, eins von mehreren. Danke. So, damit ist unsere Zeit um für diesen Vortrag. Es sind leider nicht alle dazu gekommen, ihre Fragen zu stellen, kommt dann vielleicht nochmal hier nach vorne. Ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr gekommen seid und wir verabschieden Christoph mit einem Applaus zum Ende.